Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Weiter geht es hier mit der Aufgabe Schachzug der Dame. Ja, letztes Mal haben wir mit Youthid geredet und diesmal mit 13 Huadith. Und letztes Mal habe ich auch hin und wieder noch, und das ist mir auch mittlerweile ein bisschen aufgefallen, darüber philosophiert. Oh Gott, oh Gott. Nein, bitte nicht. Wieder so ein random Steinbrecher. Zwei wieder. Natürlich treten immer ein Pärchen auf. Cool. Genau wie Modern Talking. Nee, jetzt könnt ihr euch mal entspannen, Leute. Nee, ich habe hin und wieder auch nochmal ein paar Sachen angemerkt. So, was würde ich anders machen und so weiter und so fort. Ist mir auch aufgefallen und das werde ich in Zukunft nicht mehr so oft machen, beziehungsweise nicht mehr machen. Ah, hier haben wir schön viele Tränke, sehr gut. Was anderes rauswerfen. Die Stärkungstränke können wir aber nicht mitnehmen. So, Moment. Kurz mal schnell speichern und weiter geht's. Hier, 13, moin. Du bist 13 Huadith, stimmt's? Vanasha schickt mich. Was ist passiert? Ich wurde reingelegt, das ist los. Vanasha hat mit den Wimpern geklimpert und mit den Hüften gewackelt und uns Reichtümer versprochen. Macht einfach den Weg frei, sagte sie. Umgeht die Truppen und erledigt ein paar Wächter. Ist doch kein Problem. Wir konnten ja nicht ahnen, was für ein Monster da unter der Erde lauert. Warum lasse ich mich auch mit solchen Frauen ein? Warum sollte Vanasha euch betrügen? Mein Trupp kam nach Sonnenfall, weil wir von hohen Kopfgeldern gehört hatten. Sie bot uns das Höchste an, genug, um sich zur Ruhe zu setzen. Ich war selbst schuld, den Köder zu schlucken. Ich hätte wissen müssen, dass das ein böses Ende nehmen würde. Etwas aus der Erde griff euch an. Oh, das hast du dir gut gemerkt, was? Ich habe mich gefragt, warum die Schattenkaja den Weg nicht bewachen. Tja, ist nicht nötig. Ein riesiger Dämon macht das für sie. Er gräbt Tunnel im Dreck, bricht durch die Erde und spuckt aus seinem stinkenden Maul. Ich hab's überlebt. Meine Kameraden aber nicht. Es wäre traurig, wenn sie nicht alle Mistkerle gewesen wären. Ich finde den Synchronsprecher irgendwie total interessant. Der hat eine sehr, sehr interessante Stimme. Ihr solltet also einen Weg für Nasadi und Itamin sichern, aber es klappte nicht? Bei ihr klang das alles so einfach. Findet den besten Weg zum See und sichert ihn. Was könnte schiefgehen? Tja, ganz schön viel. Wie etwa ein blutiger Tod im Maul einer abscheulichen Bestie. Vanasha wird bald hier sein mit Nasadi und Itamin. Ich muss diesen Dämon vernichten, bevor sie ankommen. Du bist nicht so helle, oder? Tja, unser Kampf war nur kurz, aber... Ich sag dir, was ich weiß. Er ist komplett gepanzert, aber am Rücken weniger. Und unter der Erde kann er dich nicht aufspüren, wenn du stillhältst. Du kannst vielleicht sogar verhindern, dass er überhaupt abtaucht, wenn du seine krummen Arme hart genug triffst. Mehr kann ich nicht bieten. Aber ich werde zu deiner Beerdigung kommen, bevor ich was trinken gehe. Ja, der klingt doch sehr zuversichtlich. Ja, danke, ne? Okay, gut. Bist du es? Ja. Na verdammt, hätte ich das gewusst, dann hätte ich die Quest hier erst angenommen und hätte dann gegen die Steinbrecher gekämpft. Oh, was haben wir denn da unten? Das ist ja cool. Ein Datenpunkt. Leiste deinen Beitrag. Gut, am Rücken sind sie weniger geschwächt, aber das bringt mir leider nicht viel, diese Aussage. Ich müsste irgendwas gegen diesen... Ah, ich dachte, er kann mich nicht aufspüren, wenn ich stillhalte. Heidewitzka.
Oh mein Gott. Kommst du nur so vor, da ist er ein bisschen krasser als die anderen. Ah, okay, jetzt entdeckt er mich nicht. Oh nein, bitte, bitte, bitte! Oh mein Gott. Danke. Jetzt haben wir meine Fallen weniger gebracht als ihm sogar. Oh, vereisen hilft. Ich glaube, er hatte gerade keine Ahnung, wo ich war. Ja, okay, das bringt mir leider recht wenig. Jetzt versuchen ihn zu schocken. Der regeneriert sich halt immer wieder. So ist, da steht Maschinen am Pass erledigen. Das heißt, es sind mehrere Maschinen. Okay, das Nahkampfsymbol irritiert, wenn er einen nicht angreifen könnte. Aber ja, trotzdem. Das Symbol auftaucht. Ja, sehr gut. Das könnte das perfekte Mittel gegen den sein. Einfach die ganze Zeit. Oh oh. Schleichen. Oh oh. Ja,
Jawohl, erledigt. 2150. Eis. Krasse Sache. So, Moment. Tragekapazität. Ich wurde letztens darauf hingewiesen, dass ich eventuell hier meinen Heilbeutel weiter ausbauen könnte. Trankbeutel? Ne, Moment. Das war... Für den Modifikationsbeutel müsste ich ein paar Tiere erlegen. Ja, aber ansonsten... glaube ich, bräuchte ich für alles noch ein paar Items. Ich werde mal ein bisschen auf die Tierjagd demnächst gehen. So, genau. Inventar, Modifikation. Okay, das können wir entfernen. 20% Eis, dass ich nicht lache. Eis und Feuer ist auch gut, die Kombination. Unverderbnisschutz haben wir hier. Okay, also das war doch nur eine Maschine. Aber die war auch noch stark genug. Also, die Steinbrecher sind ja nochmal eine richtige Herausforderung im Vergleich zu beispielsweise dem Donnerkiefer. Der war ja leider irgendwie ein bisschen schwach. Aber die sind echt hart. Auch auf der Schwierigkeitsstufe noch. Eine ordentliche Herausforderung. Aber gut, dass mir das mitgeteilt wurde, dass er mich von unten nicht orten kann, wenn ich ein bisschen leise bin. Ein bisschen wie ein Maulwurf. Ansonsten glaube ich, kann er mich schon irgendwie sehen, wenn er mit dem Kopf wieder hochragt. So, mein Lieber, Zeit zu trinken, aber nicht nach unserer Beerdigung, sondern einfach mal so. Bei der leuchtenden Sonne, ich glaube es nicht. Ich dachte, der Steinfresser würde dich zermalmen. Nach diesem Wunder können wir nur noch warten. Vanasha wird bald hier sein, mit einem Boot, das die Königsfamilie über den See bringt. Ah, kleine Jägerin. Wie schön, dass du wirklich die Leibwächterin für uns spielst. Wo sind deine Männer, Huadif? Du siehst aus, als hätte dich ein Monster ausgespuckt. Das trifft die Sache schon ziemlich genau. Der Weg ist frei. Können wir los? Ich mag, dass du immer so direkt bist. Und diesmal hast du recht. Sie werden uns schon bald verfolgen. Keine Sorge, Strahlender. Wir haben exzellenten Schutz. Oh nein, da kommen die Schattenkaja und sie sind sehr wütend auf mich. Ich halte sie auf. Sehr nobel von dir, doch was ich anfange, bringe ich auch zu Ende. Aber etwas Hilfe ist willkommen. Huadif, bring Itamen und seine Mutter zum Ufer. Vorsichtig. Es ist also soweit. Ich muss sagen, nach 2 Jahren unter der Fuchtel dieser Eiferer bin ich bereit, Blut zu vergießen. Let's go. Okay, erst Fallen platzieren. Nur eine Frage der Zeit. Weiß jetzt nicht genau, wo ich die platzieren soll. Das ist immer so ein kleines Problemchen bei sowas. Oh oh. Ja? Die werden die doch locker sehen, ne? Ja, aber grundlegend weiß ich bei sowas nie, wo man die platzieren soll, weil man weiß nicht, woher die Gegner kommen. Oh ja, bitte lauf rein. Nichts. Wie hat der mich denn gesehen?
Jo, wo kommst du denn her? Verteilen! Boah, da gab's richtig hart aufs Kinn. Jo! Nein, 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 nein! Ah, schade. Aber das war noch nicht alles. Da sind noch mehr. Mach dich bereit. Ah, jetzt kommen hier die verdorbenen Viecher. Der Gegner darf dich nicht kommen sehen. Hallo! Tut mir leid, dass ich so oft die Feuerpfeile verwende, aber die sind nun mal die stärksten. Weil ich da auch einen Comment gelesen habe in der letzten Folge. Das war's? Ich will's nicht beschreiben, aber ich glaube, das war's. Etwas spät, oder, Gentlemen? Verzeihung, Ma'am. Das Boot wartet. Mist, zu früh gefreut. Das ist meiner. Los zum Boot. Ich glaube, der ist nicht so ganz meine Liga. Wenn ihr irgendwas passiert, werde ich richtig sauer. Wir gehen nirgendwo hin. Nein, ein verdorbener Donnerkiefer. Geil. Holy smokes, Level 36. Und als Schwachstelle natürlich Feuer. Na, also wie gesagt, das ist nun mal die stärkste Attacke, die ich hier habe in petto. Autsch. Autsch, nicht gut. Nein, nicht gut. Böses Donnerkiefer. Warum? Warum machst du das? Okay, die Fallen sind noch da. Cool, wir sind im alten Gebiet. Ich dachte, wir sind ein paar Meterchen weitergelaufen. Was zur Hölle macht der da? Hey, ich bin hier. Komm, komm. Guter Donnerkiefer, guter Donnerkiefer. Warum läuft er nicht durch die Fallen? Schade, er hat keine Waffen fallen gelassen. Boah, krass, im Angesicht des Donnerkeepers. Oh oh. Jetzt können die auch noch zielen. Oh, verdammter Mist. Oh, ich habe ihm den Schwanz abgetrennt.
diese Angriffspatterns manchmal. Die sind so hart. Bäm! Alle Teile abgetrennt, oder? Boah, der tut mir gerade so leid. Oh nein, der hat ja noch ordentlich was. Ich hab den fast entkernt, den Kerl. Das ist ja unmenschlich, was ich hier gemacht habe mit dem. Oh oh, oh oh. Okay, Moment, Moment. Fallen und Tränke. Nein, ich kann nur einen Gesundheitstrank herstellen. Und Stufe 42 erreicht. Ja, gerade so noch. Boah, war das krass. Okay, das sind auch noch super geile Upgrades, die wir hier bekommen haben. Na, außer Handhabung. Da muss ich ein Slot freigeben, tut mir leid. Okay, jetzt ist alles krass. Gut, Verderbnis habe ich ja schon 3, ansonsten 31 Handhabung, 6 Abriss. Ah, 32 Handhabung, da behalte ich die 31 plus 6. Aber gut, hat er gekämpft, auf jeden Fall. So, und Itamen ist endlich befreit. Ja, der kleine Junge, der sah so traurig aus. Das kann man jemandem doch nicht antun, ey. Weißt du, auch noch im Namen eines kleinen Jungen dann zu morden und so. Nein, 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 nein. Ein Kaninchen. Wow, das war krass. Ah, die Musik ist so schön, ne, gerade. Ich will die Mission eigentlich gar nicht zu Ende bringen, damit die Musik nicht endet. So, wieder zurück ins Gebiet. Ich glaube, nur da gibt's die. Nicht besonders königlich, oder? Naja, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Gehen wir an Bord, ja? Du hast etwas Gutes getan. Vielleicht sogar einen Krieg beendet. Vielleicht. Doch mein Krieg geht noch weiter. Mein Bruder, willkommen zu Hause. Du hast nichts zu befürchten.
Du stehst jetzt unter dem Schutz des Sonnenreiches. Meinem Schutz. So wie deine Mutter. Ihr wird nichts passieren. Du hast mein Wort beim Gesetz der Sonne. Aloy, dein Einfluss zeigt sich wirklich überall. Du hast so viel für das Sonnenreich getan. Und ich weiß das wie immer zu schätzen. Ich danke dir. Möge das Licht mit dir sein. Schrecklich. Ich habe das hier 2 Jahre lang vorbereitet und der Rotschopf heimst die Lorbeeren ein. Ich krieg doch mein Geld, oder? Sei froh, wenn ich dich leben lasse. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich mich richtig bedanken. Ich verspreche's. Okay, was soll das denn jetzt heißen? Mir macht es nichts aus, wenn du wirst es bereuen, wenn ihr mitten im Getümmel kommt. Okay, ansonsten coole Aufmachung. Sehr, sehr coole Aufmachung. Und einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Coole Sache. Sieh dich doch mal um. Ich mache dir einen guten Preis. Ansonsten gibt's auch hier eine Nebenmission. Wo sind wir denn überhaupt jetzt mal? Ist das Meridian? Nein, es ist ein Dorf nördlich von Meridian. Nordwestlich von Meridian, okay. Hallöchen. Ja, Moment. Hier, Händler. Hi. Ich habe ein paar Sachen zu verkaufen. Ich will ein paar Modifikationen loswerden. Will ich das? Weiß ich gar nicht so recht, ob ich das will. 31% Handhabung. Das ist schon deutlich weniger als die bei 40+. Und das ist ja mal hart. 49% Handhabung. 20 Schaden und 11 Eis auch noch. Wow. Okay, also manche Sachen sind echt hart, ey. Gut, ansonsten sollte ich mal definitiv ein paar Sachen hier vergrößern. So ein paar Tragekapazitätsdinge. So, und was können wir unter anderem kaufen? Ein paar Heiltränke wären ganz gut. Wurde das eventuell mit dem Patch eingefügt, dass ich hier X gedrückt halten kann und viele Sachen schnell kaufe? Ist nämlich cool und fühlt sich gut an. Ich habe nur die besten Waren. So, cool. Dann gehen wir mal weiter. Ich musste heute die Schicht machen. Und quatsch noch mal kurz mit den Leuten. Ah, da haben wir einen Fuchs, aber ich kann hier, glaube ich, nicht rumschießen, oder? Hi, Gulani. Selbst in guten Zeiten mache ich kaum Profit. Besonders, weil ich immer so viel wie möglich den Bedürftigen gebe. Möchtest du etwas Obst? Genieß es lieber, bevor sich jemand mit dem Rest davon macht. Hat dich denn jemand bestohlen? Ja, beinahe jede Nacht. Nicht so viel, dass ich zumachen muss. Aber genug, um weh zu tun. Hat der Dieb Spuren hinterlassen? Nur ein paar Schalen von Früchten am Lagerhaus. Keine Hinweise. Warum gehen die Wachen dem nicht nach? Die Wachen geben Tieren die Schuld. Doch das glauben sie selbst nicht. Sie haben wohl andere Sorgen als meinen schmalen Lebensunterhalt. Hast du irgendeinen Verdacht? Die meisten Leute hier kenne ich seit der Kindheit. Ich glaube nicht, dass sie Obst stehlen würden, was aber ein paar andere Sachen angeht. Ich kann Spuren lesen. Ich kann den Dieb suchen. Wirklich? Vielen Dank. Du könntest in meinem Lager am Fluss anfangen. Jemand muss verzweifelt sein, zu stehlen, statt einfach zu fragen. Mal sehen, was ich finde. Ja, das ist die häufigste Ursache fürs Stehlen. Kauf einfach das, was du brauchst. Und dann quatschen wir hier nochmal weiter. Ansonsten haben wir, glaube ich, alle Nebenquests, die wirklich eine große Bedeutung haben, auch schon fertig. So, da haben wir das Lagerfeuer. Erstmal das Lagerfeuer entzünden. Oder nee, erstmal mit dem Charakter reden. Aber hier erstmal die Vorratskiste. Erst Loot, dann Aufträge, dann speichern. So, hi. Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich am Suchen bin? Okay, was ist los? Ist jemand reingefallen? Nein, ich. Hast du ein Mädchen gesehen, etwa 17? Ich kann es nicht sagen. Glaubst du, dass sie sich umgebracht hat? Ich weiß es nicht. Elida. Meine einzige Tochter. Sie ist weg.
Wo sahst du sie zuletzt? Gestern Abend. Zu Hause. Es ging ihr besser. War sie krank? Sie wirkte so betrübt. Da freute es mich, dass sie in den Garten wollte. Aber sie kam nicht wieder. Hat sie sich denn ungewöhnlich verhalten? Sie war wie ein anderer Mensch. Sie war ein glückliches Kind. Spielte draußen mit den Jungs. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Sie ist grundsätzlich anderer Meinung als ich. Hasst die Waffenruhe. Glaubt, wir hätten den Krieg gar nicht erst führen sollen. Seit Monaten sehe ich kein Lächeln. Sie hockt immer in ihrem Zimmer. Ich hätte auf sie achten müssen. Ist im Krieg was passiert, das sie aufgebracht hat? Er hat alle aufgebracht. Die Grausamkeit des verrückten Königs. Das Blut auf der Straße. Itamens Männer stürmten auf der Flucht hier durch. Es gibt jetzt eine Waffenruhe, aber Elida grübelt mehr denn je darüber. Es macht ihr Sorgen, dass unser Volk so entzweit ist. Wer sucht sonst noch nach ihr? Ich sagte den Wachen, dass sie weg ist, doch das war wohl sinnlos. Sie sagen, in dem Alter laufen Mädchen öfter weg, nicht meine Elida. Ich habe ihre Freunde gefragt, doch sie haben sie seit Wochen nicht gesehen. Wochen! Warum weiß ich das nicht? Aber sie suchen sie. Ich war schon überall. Und dann dachte ich, sie könnte hier im Wasser sein. Bei der Sonne. Ich kann Spuren lesen. Ich kann sie suchen. Wo war sie zuletzt? Im Garten. Bitte. Vielleicht findest du dort etwas. Ich tue mein Bestes. Möge die Sonne dich führen. Gut, dass wir die kleine Siedlung hier gefunden haben. Einige brauchen ordentlich Hilfe. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war mal wieder eine sehr coole Folge. Wir haben einen Donnerkiefer erlegt, einen verdorbenen Donnerkiefer, der nicht von schlechten Eltern war. Wir haben einen Steinbrecher bekämpft und haben nebenbei Itamen und seine Mutter befreit und haben ihn Abad übergeben, der doch ganz vernünftig scheint. Und demnach denke ich, dass wir heute gute Taten vollbracht haben. Wahrscheinlich auch genug und deswegen... Okay, gut, wir gehen nochmal mit dem Charakter reden. So, ich wollte gerade abmoderieren, aber ich habe gerade gesehen, hier gibt es ja noch ein Ausrufezeichen. Hi, du bist... Fernund. Ah, die maschinenreitende Nora mit dem Spezialspeer. Welch ein Glück, dich zu treffen. Ich habe einen Vorschlag. Komm näher. Nenn mich Fernand. Fernand? Fernando? Hey, Fernand. Meine Augen sind hier. Ich betrachte deinen Speer. Er ist prachtvoll, aber wie funktioniert er? Man steckt seine Spitze in die Maschine. Ja, aber wie macht er aus Feinden Freunde? Ganz einfach, wirklich. Ja? Aber das verstehst du nicht. Oh, der hat so ein creepyes Grinsen drauf. Okay, Fernand. Was für ein Vorschlag. Als der idiotische Kaja-König herrschte, versteckten Fremde oft Wertsachen von Räubern. Tja, ich fand eine. Was ist es? Ein Relikt. Von den Alten. Du würdest es vermutlich besser begreifen als ich. Doch leider liegt es in zu großer Höhe für mich. Aha, und ich soll es jetzt für dich holen? Ein brillanter Plan. Du kannst bestimmt besser klettern als ich, ganz sicher. Hol es, bring es her und wir teilen den Gewinn. Soll ich nicht erstmal schauen, was es ist? Das geht auch. Was machst du denn genau? Ich handle mit Basteleien. Günstig kaufen, teuer verkaufen. Aber in diesem Fall kaufst du ja nichts. Manchmal da finde ich auch Basteleien. Gut. Könnte interessant sein. Was soll ich tun? Das Relikt liegt beim Anstieg zum Dämmerberg. Bring es zu mir an den Meridian Docks. Und es wird sich auszahlen. Das werden wir sehen. Okay, sauber. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, mit allen hier im Dorf gesprochen, die auch etwas Wichtigeres zu sagen haben. Oder sagt hier eventuell das Spiel, die Karte etc. irgendetwas anderes?
Ich kann keine Ausrufezeichen entdecken, aber ich entdecke hier gerade was anderes. Die Nora. Ein weiterer Datenpunkt, den wir freigeschaltet haben. Ja, ich frage mich, wie viele wir bis zum Schluss dann entdecken werden, weil ich werde jetzt nicht jeden Punkt der Karte zwar analysieren und schauen, wo waren wir noch nicht und wo kann ich nochmal vorbeischauen, aber grundsätzlich, ja, würde ich schon unterwegs natürlich alles einsammeln und ich gehe da auch, denke ich mal, recht umfassend an die Gebiete ran. Wir haben 3 Fertigkeitenpunkte, die können wir auch nochmal gerade investieren, würde ich mal sagen. Zurückschlagen ist so eine Fähigkeit, die ist ganz cool. Ausbeuter Plus ist nicht so wichtig, denn wir haben sehr viele Sachen schon. Ansonsten starker Schlag oder Anführerschlag. Das könnte uns für die letzten Missionen noch was bringen. Schlag von unten nehme ich mal und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Dann werde ich wahrscheinlich wieder der Hauptquest nachgehen. Also, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, würde mich super freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Horizon Zero Dawn. Macht's gut.